Mein Name ist Claire Labelle und seit meiner eigenen Heilung habe ich von Gott, unserem Vater, die Berufung erhalten, Heilstrahlung auch an andere Menschen weitergeben zu dürfen. Ebenso wie ich in meiner eigenen Heilung meine eigenen inneren Bilder, die zur Heilung gehörten, sah, darf ich jetzt auch die Bilder in Ihnen, meinen Klienten, in den anderen Menschen sehen. In dieser folgenden Serie von kleinen Filmen möchte ich jedes Mal eine Krankheit mit Ihnen besprechen. Wir schauen in die Ursachen der Krankheiten rein. Warum haben die Menschen diese Ursachen gesetzt? Wann haben sie sie gesetzt? Was braucht es, um die Krankheit zur Erlösung, zur Auflösung zu bringen? Die Heilstrahlungen sind oft auch eine Beschleunigung einer Krankheit. Das bedeutet, wenn man erkennt, aus welchem Grunde man eine Krankheit hat, kann diese Krankheit sehr stark beschleunigt werden und anschließend dann aber ein für alle Mal verschwinden. Das heißt, die Austragungszeit, die der Mensch sich vorgenommen hat, wird verkürzt und die Krankheit kann eher aus dem Körper verschwinden. So möchte ich Ihnen jetzt den Fall einmal schildern von einer Klientin, die gekommen war, weil sie sehr starke Lumbalschmerzen hatte. Sie kennen das. Autsch, Hexenschuss. Ischias. Ich kann nicht mehr, alles ist blockiert. Man greift zu Spritzen, man greift zu Schmerztabletten. Und das oft über Jahre. Diese Dame hatte bereits 42 Jahre ihren Ischias. Eine Zeit, in der er sich schön chronifiziert hatte. Sie kam zu mir und wir deckten Schicht um Schicht all die Szenen auf, in denen sie nachtragend gewesen ist. In denen sie anderen nicht verzeihen konnte, in denen sie angetragenes Unrecht nicht übergeben konnte. Schicht für Schicht bearbeiteten wir all diese Szenen, bis wir schlussendlich am weißen Punkt angekommen waren, der anzeigte, dass jetzt alle Themen bearbeitet waren. So floss dann die Krankheit ganz stark aus. Aber, wie sie mir erzählte, hatte sie immer noch Mühe, all denen zu vergeben, die ihr einmal etwas Schlimmes angetan haben. Es war für sie so schwer. Und während dieser Zeit, wo sie mit sich rang, soll ich vergeben oder soll ich nicht vergeben? Kriege ich das hin? Kann ich das überhaupt? Kann man dem überhaupt vergeben oder nicht? War der Schmerz so stark, dass sie fast nicht mehr wusste, wie sie sich bewegen sollte. Nach 3 Wochen war sie endlich fertig und hatte dem Letzten auch vergeben können. Und in der Nacht verließ der Schmerz sie völlig und ganz und ist seitdem nie wiedergekommen. So hat die Heilkraft, die wir bei der Behandlung eingeführt hatten, die Heilkraft des Vaters bewirkt, dass die Gedanken und dadurch die gesamte Kraft schneller die Krankheit zum Ausfließen konnten, bringen konnten und sie dadurch schneller gelesen konnte, was für sie eine ganz, ganz große Erleichterung war. Wir freuen uns, dass es so geklappt hatte. Und wenn Sie die Krankheit sich kurzzeitig verschlimmert, denken Sie daran, es ist eine Beschleunigung, die Ihre Krankheit schneller zum Ausfließen bringt, aber dann ist sie auch endgültig weg, wenn wir nicht wieder den gleichen Fehler machen. All das können Sie auch nachlesen in den Büchern von Claire Labelle, Heilung von der Seele her. Sehr interessant und sehr lebendig geschrieben. So wie ich es Ihnen hier erzähle, so sind die Bücher geschrieben. Alles Fälle, in denen der Vater seine Gnade hat walten lassen. Durch die Heilstrahlung und durch die Aufklärung, mit der der Mensch endlich das Thema seiner Krankheit bearbeiten konnte. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Film. Ihre Claire Labelle.